Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Civilization 5 Brave New World. Wir sind gerade dabei, Vorschläge zum ersten Kongress von Peking zu machen. Entschuldigung. Meine Güte, da fange ich an und muss gleich husten. Und, ja. Weiß noch nicht so genau, was ich für eine Resolution vorschlage. Embargo, Stadtstadtembargo finde ich nicht. Luxus verbieten finde ich eigentlich auch nicht. Solange das Verbot gilt, erhalten Zivilisationen keinen Zufriedenheitsvorteil durch dieses Luxusgut. Stehendes Heer besteuern. Unterhaltskosten für Einheiten steigen um 25%. Fände ich nicht so gut, weil mein stehendes Heer, warum? Gelehrte vor Ort. Zivilisationen erforschen eine Technologie 20% schneller, wenn sie bereits von mindestens einer anderen Zivilisation entdeckt wurden. Fände ich auch nicht so gut. Weltausstellung. Beginnt das Projekt Weltausstellung, ermöglicht nach dem Start Zivilisationen, Produktion zur Fertigstellung beizutragen, indem sie es in der Produktionsliste einer Stadt wählen. Bei Fertigstellung erhalten die Zivilisationen Bonus in Abhängigkeit von der Höhe ihres Beitrages. Das wäre natürlich nice. Insbesondere, wenn man die Kultur da erhöhen kann. Kulturerbstätten. Ah. Kulturerbestätten. Jedes Weltwunder bringt plus 3 Kultur in der Stadt. Das wäre eigentlich gar nicht schlecht, aber die anderen würden da wahrscheinlich nicht würden dazu wahrscheinlich nicht zustimmen. Weltreligion legt eine Religion als offizielle Weltreligion fest. Zivilisationen, in denen die Mehrheit der Städte ihres Reiches dieser Religion folgt, erhalten 2 zusätzliche Abgeordnete. Die Religion breitet sich 25% schneller aus, ihre heilige Stadt erhält 50% Tourismus. Es kann nicht mehr als eine Weltreligion gleichzeitig geben, die über diesen Vorschlag verärgert wären. Da würde ich vermutlich sagen, dass das auch nicht vorgeschlagen werden kann. Weltherrscher. Kann nicht von einer Zivilisation vorgeschlagen werden. Sobald der Weltkongress zur Vereinten Nation geworden ist, werden in regelmäßigen Abständen automatisch Vorschläge unterbreitet. Okay, historische Wahrzeichen. Kunstfinanzierung. Also ich bin für die Weltausstellung. Ja, der Vorschlag wird übergeben. Und dann geht es auch schon in die nächste Runde. Oh, Portugal und Siam. Oh, oh, da braut sich was an. Er gibt uns Wein. Nee, er will Wein von uns und... Ich muss erst mal gucken, wie viel Wein wir haben. Ja doch, er kann einen haben. Und 3 Pferde bekommen wir dafür. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Hast du irgendwas anderes? Gewürze? Wie sieht's denn damit aus? Gewürze gegen Wein. Ah, super. Gewürze können wir nämlich gebrauchen. Oh, wir waren sehr erfreut über euren Vorschlag vor dem ersten Kongress von Peking. Wir scheinen dieselben Ziele zu verfolgen. Das ist schön. Freut mich, wenn es euch freut, weil wenn es euch freut, dann akzeptiert ihr es, dass ich die Welt erobern werde. Ja, ja, genau. Kokam planos, planos, bla bla bla. Da sind sie übrigens. Die Azteken haben den Was? Das Taj Mahal erhebt sich über dem Flussufer wie eine einsame Träne an der Wange der Zeit. Wunderbar, das Taj Mahal ist fertig. Mahal. Und die Azteken haben tatsächlich den Katholizismus gegründet. Das ist sehr interessant. Die Azteken als Begründer des Katholizismus. Das ist doch was. Des Christentums. So, wir wählen eine öffentliche Schule. Und hier werde ich eine Universität bauen in München. Theben bekommt eine Fabrik. Bis die Kohle aufgebraucht ist, sage ich mal.
Und ja, bisher habe ich leider noch kein Aluminium. Ah ja, dafür werdet ihr schon bald bezahlen. Ich hasse euch. Vielleicht sollte ich die echt mal platt machen. Da'ala. Da'ana nutajir. Zucker gegen Salz, nice. Ja, nehme ich. Zucker gegen Salz nehme ich. Zucker ist, glaube ich, auch eine Luxusware. Und müsste uns dementsprechend etwas Zufriedenheit bringen. Kriege mögen mit Waffen ausgetragen werden, doch sie werden von Männern gewonnen. Es ist der Wille der Männer, die folgen, und des Mannes, der sie führt, der den Sieg bringt. George S. Patton, unsere Militärwissenschaft ist fertig. In Peking baue ich erstmal natürlich eine Fabrik. Und das war's dann erstmal mit den Fabriken. Eine Bank für Berlin. Und dann forschen wir Biologie. So, jetzt bin ich mal gespannt. Da haben wir auf jeden Fall noch Kohle in der Nähe von Hamburg. Da kommen wir leider nicht ran. Das ist mein Problem. Und hier unten... Oh! Danke, wir sind beim Aluminium. Oh, es hat sich bis zum Aluminium ausgebreitet, ohne dass wir was tun mussten. Oh, ist das herrlich. Ist das herrlich. Wundervoll. Ich finde das schön. Ich finde das toll. So, Byzanz ist bei 67% Einfluss. Hoffentlich kriegen wir die Kohle bald noch. Haben wir noch irgendwo Kohle? Da haben wir noch Kohle. Aber da komme ich nicht so schnell hin. Die Kohle wird bereits bewirtschaftet hier. Da haben wir auch noch Kohle. Ach, hier hatten wir die ganze Kohle. Das war schon mal sehr reichhaltig hier. Da oben hätten wir noch Aluminium. 8 Stück sogar, aber da erst mal hinzukommen, das wird eine Weile dauern. Schade, schade. Wir haben nicht so viel Kohle wie Eisen beispielsweise. Also 10 Kohle hatten wir insgesamt. Eisen haben wir viel mehr. Und haben eigentlich kaum was an Eisen verwendet. Weil man das auch nicht verbaut momentan. Also ich glaube, später kann man das noch gebrauchen. Na, hörst du wohl auf. Er will Marmor haben. Naja, okay. Kohle, Kohle, Kohle. Da'ala. Da'ana nutajir. Ja, von mir aus, du bist ja auch nicht in der Nähe, von daher kannst du gerne offene Grenzen haben. Autsch. Entschuldigung, falls es sich jetzt irgendwie ihr Mikrofon oder so im Sound laut angehört hat. Dann war es meine Schuld, ich bin gegen den Tisch gestoßen. Wo kriegen wir noch mehr Kohle her, ist die Frage. Eigentlich bräuchten wir noch eine schöne Insel oder sowas. Ruine erforscht. Durch Spuren von Aktivitäten können nahegelegene Barbarenlager ausgemacht werden. Herrlich. Erstmal verbreiten wir unseren Konfuzianismus dort. Und in Chengdu werde ich Nahrung handeln. Damit die mal ein bisschen schneller wachsen. Eine öffentliche Schule für Memphis. Dann gucke ich mal kurz hier unten. Kohle haben wir hier nicht, aber reichlich Aluminium. Ein 8er Vorkommen und ein 3er Vorkommen. Und da haben wir auch noch mehr Aluminium. Also hier würde es sich tatsächlich sogar lohnen, noch einen Siedler hinzuschicken. Das sollten wir mal in Betracht ziehen. Vielleicht werde ich die Lanzer da mal rüberschicken. Nicht die Lanzer, sondern Lanciers. So. Eigentlich müsste hier noch irgendwo eine Insel sein oder so. Was haben wir hier oben eigentlich drauf? Krabben. Und Aluminium. So viel Färbemittel haben wir die. Konfuzianismus. Leider noch nicht genügend. Wo haben wir denn? Hier haben wir einen. Kannst da mal rüber.
Den werde ich mal mitschicken. Auch ein bisschen länger. Das schicke ich nochmal mit. Und... oh, was noch? Ritter. Ist dann Kavallerie. Die könnte ich vielleicht noch mitschicken. Machen wir dann gleich. Die hat auch gar nicht so viel Kohle. Oh, die haben Kohle. Auch nicht so viel. Ich dachte, das eine wäre ein Achter vorkommen. Also mit der Kohle stehen wir, glaube ich, ganz glücklich da. Ach Mann, warum denunziert ihr eigentlich ständig irgendjemanden? Entweder denunzieren sie sich gegenseitig oder sie denunzieren mich. Ist doch Blödsinn. Das machen sie so lange, bis ich da mal angreife. Und dann ist das Geschrei groß. Oh, cool. Kavallerie, du kommst mir hier runter. So. Die Universität wurde beendet. Dann nehmen wir ein Kolosseum erstmal. Habe ich jetzt hier schon? Nee, habe ich noch nicht. Ich hätte ganz gerne Kloster bauen wir mal. Und ein Missionar. Den 920 kann ich sofort kaufen. Naja. Ich glaube, das reicht erstmal. Dann könnte ich aber mal ein Geschenk machen nebenbei. Sie wollen, dass ihr vom Stadtstaat Sansibar Tribut fordert. Wo ist denn Sansibar hin? Sansibar, warte mal. Quebec. Mailand. Jerusalem, Riga, Mombasa. Sansibar müsste hier sein, genau. Tribut fordern. Naja, gut, wir machen denen erstmal ein Geschenk. Bitteschön. Ah, nee, können wir kein Tribut fordern. Aber die bringen 7 Kohle. Wir müssen die nur anschließen, ne? Buenos Aires hat Napoleon den Krieg erklärt. Buenos Aires? Das ist ein Stadtstaat. Ach so, weil Buenos Aires und Rom miteinander verbündet sind. Jetzt verstehe ich. So. Ireis considerar esta oferta? Nö. Denunzieren mich und dann wollen sie auch noch Zeug von mir haben. So weit kommt's noch, ey. Wie kann ich mit denen denn? Die muss ich irgendwie anbinden eigentlich, glaube ich. Poco offero a te considerandum. Habt ihr sonst nichts für mich? Naja, gut. Poco offero. Dann machen wir das so. Die muss ich ja, da muss ich eine Straße hinbauen, damit ich das habe, ne? Die bringen mir auch Kohle. Das ist natürlich nice. Bogenschützen? Warum auch immer ich hier Bogenschützen habe. Warum auch immer ich hier Bogenschützen habe. Was wollte ich machen? Ich wollte mal gucken, dass ich einen Bautrupp nehme. Und zwar hätte ich ganz gerne eine Straße nach Budapest. Da kriegen wir nämlich Gold für. Gold und
Kohle, wenn wir die... Mir ist aufgefallen, dass ihr euch mit Sansibar angefreundet habt. Falls es euch entgangen ist, die Stadt liegt in meinem Einflussbereich. Kommt darüber hinweg. Ansonsten stapfe ich dich ungespitzt in den Boden. Du blöde Kuh. Japan sind nett. Die sind Freunde im Geiste. Die kriegen von mir mein Salz. Die kriegen mein Salz. So. Mal gucken, ob das funktioniert. Nee, du sollst da keine Straße bauen eigentlich. Das sind Bananen. Wenn das Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, dann wären wir so einfach strukturiert, dass wir es nicht verstehen könnten. Oh, Lyle Watson, wie philosophisch. Produktion. Universität von Oxford. Oder das Brandenburger Tor. Ich bin für die Universität von Oxford, weil das bringt uns auch eine freie Technologie. Gar nicht schlecht. Und in Berlin bauen wir den Porzellanturm. Plus ein Gold von Wissenschaftsgebäuden oder Humanismus. Große Wissenschaftler werden 25% schneller verdient. Geh mal darüber. Aber wir haben doch schon 3 Fabriken. Ach nee, die sind ja alle noch im Bau wahrscheinlich. Okay, Kühltechnik, U-Boote, Stadion, Hotel, Bohrinseln. Und vergrößert die Reichweiten von Seehandelswegen. Oder wir bauen Funkwesen. Ich bin eigentlich mehr dafür, dass wir auf Kühltechnik gehen. Funktürme, plus 33 Kultur in dieser Stadt, 33%. Okay, wir gehen mal auf... Oh, schwierig. Oh, so schwierig. Führt zu Penicillin. Führt zu Plastik. Wir gehen auf Funkwesen. Erstmal. So. Berlin. Wir fahren nach Berlin. Schiffer ich mal Produktion nach Berlin. So. Oh, so viel Öl. Die Insel ist ja nahezu reich. So viel Öl haben wir hier. Oh, der Vatikanstadt hat aber auch viel Kohle. Baut er jetzt eigentlich da eine Straße nach oben? Ist der gerade irgendwas am Schaffen? Du baust jetzt eine Plantage. Ich brauche echt einen Bautrupp gleich mal. Ich würde ganz gerne einen Weg nach nach Budapest bauen. Weil ansonsten haben wir ja nichts davon. Wir sind ja noch nicht im Handel drin. Ich dachte, die wären über den Seeweg verbunden. Wenn ein Spieler zum Verbinden stehen nimmt, diese... Ja, sobald der Stadtstaat damit verbunden wurde. Ich dachte, über den Seeweg wäre das möglich, weil die einen Hafen haben. Aber scheinbar geht das nicht über den Seeweg. Scheinbar müssen wir echt mit der eine Straßenanbindung schaffen. Weil 10 Kohle haben wir hier durch. Also wir haben diese Ressourcen nicht. Durch das Bündnis... Oh, Valletta. Ihr habt den Stadtstaat Valletta getroffen. Eine neue schöne Welt. Es ist Zeit, einen neuen Pfad für euer Volk und euer Reich zu wählen. Jede Ideologie, Freiheit, Ordnung und Autokratie besteht aus einzigartigen und immer stärker werdenden Grundsätzen, die eure diplomatischen Beziehungen in den kommenden Jahren beeinflussen werden. Ja, wunderbar. Aber ich würde sagen, das war's dann erstmal für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir uns dann einer Ideologie annehmen. Und mal gucken, was wir da machen können. Und bis dahin hoffe ich, dass es euch gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was, euer Rio. Ciao.